Isaac, sind Sie da? Können Sie mich hören? Was wollen Sie, Struss? Es ist vorbei. Alle meine Pläne haben sich gerade verabschiedet. Nein, es ist nicht vorbei. Jedenfalls noch nicht. Isaac, wir haben ihn gebaut, also können wir ihn zerstören. Sie meinen den Marker? Wissen Sie, wo der Marker ist, Struss? Im Regierungssektor. Es ist im Regierungssektor. Ich erinnere mich, aber wir müssen uns beeilen. Mir läuft die Zeit davon. Uns läuft sie davon. Struss, wo wollen Sie denn hin? Tja, wo will er denn hin? Der Strauß. So, ich wurde ja total begeistert sein, wenn ich jetzt hier noch ein paar Sachen finde. Oh, schön. Und Knötchen. Super. Alles voll mit dem Unitology-Scheiß hier. Irgendwie, die sind so mächtig hier auf der Sprawl. Also so weit vertreten. Okay. Gut, wir looten hier mal schnell die ganze Butze ab. Hallo! Kleine Inspektion! Ist das assi? Ja, es ist halt. Wie Benny mal zu sagen pflegt, stumpf ist Trumpf. Und der drastische Niveauabfall. Was ist drastischer Niveauabfall? Sind schon immer mit auf dem lowsten Level hier irgendwie vom Niveau. Aber so kennt ihr uns ja. Schön düster hier. Schemata. Sucher-Gewehr. Da ist zu und da ist auch zu. Okay, gucken wir hier hinten, ob wir hier noch was finden. Nope. Na dann. Dann schauen wir nochmal. Für einen fancy Kaktus. Gott. Oh, macht die noch so eine Psychomucke hier. Was kann man denn da schön nicht? Credits noch versteckt? Ach fuck, Alter, echt jetzt. Und? Wird das. Ja, das ist natürlich geil, wenn es halt auf die Figur geworfen wird, das Bild. Das ist cool. Das ist cool gemacht. Ja, das sind so kleine Details, ne? Irgendwie. Also ich finde, Dead Space 2 ist nur so ein Mückenschiss. So ein unter Dead Space 1. Mega das Game. Mega. Trotzdem. So, okay. Gut, hier haben wir nochmal alles durchgecheckt gerade. So, finden wir hier noch. Oh je. Keine Ahnung, was soll das sein? Was ist das? Ist das eine Solariumbank? Niemand weiß es. Überall der gleiche Rotzbengel zu sehen. Neben dem Weichspüler. Oder wahrscheinlich ist er blaue Milch. Arschlöcher. Lass mich mal kurz auf Snooze drücken. Müsste mal weiter schlafen. Doch einfach nicht einladend aus. Also das sieht doch schon. Nach den Sitzungen hatten wir zu uns. Ich erinnere mich. Sie brachten uns zu der Maschine. Für unsere Sitzung. Für die Schritte. Ich erinnere mich an keine Sitzungen. Sie haben Glück, dass Sie sich nicht erinnern. Denn wenn Sie das tun, dann kommt er zurück. Wer? Wer kommt zurück? Wer denn? Oh. Sieh dich nur an. Wie groß du geworden bist. Struss, folgen Sie ihm nicht. Er ist nicht wirklich da.
Wir haben wieder Fallen, ne? Jetzt laufen wir den gleichen Weg wieder zurück, oder was? Kann man so natürlich mal leise öffnen? Sage mal. Direktor Tightman, alle überlebenden Squads haben Rückzugsbefehl. Wiederhole, zurück, Regierungssektor. Operation Endphase hat begonnen. Notfallpläne sind aktiv, um unsere Verluste zu kompensieren. Ah, Endphase. Mhm. Direktor Tightman, alle überlebenden Squads haben Rückzugsbefehl. Wiederhole, zurück, Regierungssektor. Operation Endphase. Ich nehme jetzt mal den Ballermann, mal kicken, ob man da jetzt so ein bisschen... Okay, wir müssen weiter geradeaus. Es dürfte eigentlich nicht nochmal irgendwas hier liegen jetzt, doch tut es. Das verstehe ich nicht. Also, ich bin jetzt nicht... bin jetzt nicht dankbar darüber, aber ein bisschen komisch ist halt schon, ne? Oh, ist hinter uns. Shit. Oh, wer kam denn da gerade geflogen? Kontakt! Ja. Junge. Wo ist denn hier einer? Wer hat denn jetzt hier gerade so einen Stress gemacht? Ich würde mal fast sagen, das ist wohl gerade mal kurz ein bisschen hängen geblieben. So ein bisschen buggy. Oh, schau! Schoppidi-dopp! Hurra! So, okay. Und noch ein bisschen Healthy Health hinterher. Nice! Also ich weiß ja nicht, wo die hier so abgehen. Aber wir gehen einfach in einen anderen Raum. Ich glaube, damit hat sich dann das schon so ein bisschen erledigt. Okay, das war wohl eine Warnung. Mmh.
Necromorpher Ätherpickel. Ganz toll. Ist das ekelhaft. Erinnert mich daran, ich habe mal eine Trophäe. Oder es gibt eine Trophäe, da musst du quasi dieser explosive Blob, der da rauskommt, den musst du fangen. Und dann damit einen Gegner töten. Oder du musst nur fangen, ich weiß es gerade nicht, aber irgendwie sowas in der Richtung war das. Oh, und was blubst hier noch? Aber wo? Ja, ach da, und hier ist auch noch was. Einfach nur ekelhaft. Einfach nur... So. Der Palasma-Cutter. Wir könnten jetzt hier noch ein bisschen auf Tempo gehen. Kapazität ist auf jeden Fall geil. Das machen wir. Ey, ich muss den wirklich komplett vollpacken, ne? Schaltkreis belegt. Dieser Schaltkreis wurde bereits überbrückt. Irgendwie vier Dinger. Was die Frage ist, was bringt Spezial? Was bringt Spezial? Ich würde mal sagen, ich warte noch kurz. Hier sage ich mal erstmal Kapazität. Haben wir noch rein. Und ja, gehen wir auf Kapazität oder auf Schaden? Schaden ist eigentlich besser, ne? Ja. Okay, cool. So, damit haben wir jetzt ein wenig unser Plasma-Cutter komplett offen. Oh, shit, 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 shit. Och, scheiße. So, wo müssen wir mal hin hier mit dem Klötzchen? So, wo ist denn hier der letzte Rest vom Schützenfeste? Also ist soweit klar, ne? Wir müssen halt den Sauerstoff entweichen lassen aus dem Raum. Oh, okay, alles klar. Wir haben ja Zero G. Oh, hello. Energieknoten! So, der kleine Exkurs hat sich auch gelohnt. Schauen wir mal kurz. Stase Pack. Leider diesmal nichts. Die Frage ist, kommen wir anscheinend noch höher. Aber das bringt mir auch nichts.
Okay, wo ist der letzte Pack, den es zu tauschen gilt? Ach, da oben. Okay, alles klar. Nope. Ist da noch nie drin oder was war? Ich verbrauche noch keinen Sauerstoff. So, jetzt müsste es eigentlich, genau. Was, wer, wie, wo? Kleinen Wichser. Noch kleinen Wichser her. So, wenn man durch dürfte. Dankeschön. Ach, Jemini. So, jetzt werde ich wahrscheinlich wieder zurückmarschieren dürfen. Und mir nochmal so eine Batterie holen. Yippie, yippie. Großartig. Ein Schuh! Ein Tonschuh! Okay, muss mich hinstellen. Kommen Sie mit. So, du kommst rein. Und... siehe da, wir haben ja Saft. Jetzt wäre mal interessant, ob oben ebenfalls Türen offen sind. Nee. Nope. Leider nicht. Okay. So, na gut. Then open the elevator, my friend.